Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil Internetrecherche. Diesmal geht es um das Anlegen von Lesezeichen. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel die web.de-Seite oder hier die Facebook-Seite. Und wenn ich das nicht umständlich über die Eingabe der Adresszeile aufrufen möchte oder dann entsprechend über Google, wenn ich jetzt hier nur Web eingebe, dann komme ich ja wieder hier auf diesen Umweg und hier dann erst auf diese entsprechende Seite, könnte ich diese Internetseite auch entsprechend in ein Lesezeichen legen. Das heißt, oder ich lege ein Lesezeichen an, so wäre es richtiger. Wenn ich hier eine Seite habe, die ich abspeichern möchte, dann klicke ich hier entsprechend auf den Stern hier. Und schon geht der Lesezeichenmanager auf. Ich habe hier auch schon einen Ordner angelegt, privat. Hier würde, wenn ich hier jetzt auf Fertig klicke, diese Seite dann auf dem Privatordner hier entsprechend abgelegt werden. Ich kann aber auch hergehen und kann sagen Lesezeichenmanager und könnte mir jetzt praktisch einen neuen Ordner hinzufügen. Zum Beispiel jetzt Schule und dann taucht hier dieser Ordner Schule auf und ich kann dann hier diesen Link hier in Schule ablegen und wenn ich dann hier ganz normal unterwegs bin und sage, oh, brauchen wir schnell die web.de-Seite, dann kann ich hier die entsprechend aufrufen und bin dann sofort entsprechend auf dieser Seite. Wenn ich hier schon mal einen Ordner angelegt habe und ich habe jetzt zum Beispiel die Facebook-Seite auf und die möchte ich ebenfalls als Link haben, dann klicke ich hier wieder auf den Stern hier und hier kann ich mich entscheiden, in welchen Ordner das hier abgelegt werden soll und sage entsprechend fertig und habe dann hier jetzt schon zwei Links drin. Das Ganze kann ich auch wieder löschen, indem ich hier auf den Lesezeichenmanager gehe. Und dann kann ich hier sagen, entsprechend organisieren. Halt, da geht es nicht. Naja, dann halt Rechtsklick und dann löschen. Und dieser Ordner ist hier wieder verschwunden.